begrüße die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Schönen guten Abend. Hallo, grüße Sie. Überall gehen die Zahlen in die Höhe. Wie ist die Situation in Bayern? Wenn man sich die europäischen Länder anschaut, wie sich die Zahlen dort entwickeln und leider auch bei uns in Bayern jetzt den zweiten Tag über 2000 Neuinfektionen, dann muss man wieder wirklich sagen, das ist eine besorgniserregende Situation, in der wir uns im Moment befinden. Sie haben noch einmal sehr deutlich gesagt, die Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden, sonst bekommen wir die Zahlen nicht runter. Die Menschen halten sich zu großen Teilen daran, manche halten sich nicht daran. Muss da noch was passieren? In meinen Augen ist es sehr wichtig, dass die Menschen weiterhin dabei bleiben. Ich weiß, dass es wirklich eine lange Zeit ist, wo wir jetzt schon das Coronavirus haben, wo die Maßnahmen notwendig sind. Aber jetzt gerade gilt es, sich wirklich dran zu halten, Abstand zu halten, Maske zu tragen, möglichst mit wenig Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist jetzt ganz wichtig. Und gleichzeitig ist so, wir haben die letzten Tage ja noch einige Maßnahmen beschlossen und die wirken natürlich erst in 10, 14 Tage, weil eben die Infektion erstmal sozusagen noch ein Stück weiter läuft, bis die Maßnahmen wirklich greifen. Und deswegen ist es auch wichtig, Geduld zu haben. Sie haben präventiv schon mal gebeten, diesen Halloween-Abend nicht damit zu verbringen, die Kinder von Tür zu Tür zu schicken. Und Sie haben gesagt, da ändert sich auch an Allerheiligen einiges. Das ist korrekt. Heuer ist leider einiges anders als die letzten Jahre. Und ich weiß, dass es für manche Familien und Kinder eine schöne Tradition, von Haus zu ziehen, Süßes oder Saures zu rufen. Aber das ist eben auch ein Abend, an dem man dann, wenn man das so tut, mit vielen Menschen in Kontakt kommt. Und dass jeder, der die Tür öffnet, wirklich brav eine Maske trägt, das vermute ich eben auch nicht. Und von daher ist es heuer ganz wichtig, darauf zu verzichten, um eben nicht so viele Kontakte zu haben. Deswegen heuer Halloween bitte zu Hause bleiben. Die Virologen warnen ja angesichts der Zahlen im Augenblick vor einem möglichen Stillstand. Wie nah sind wir denn aus Ihrer Sicht an einem solchen Stillstand, den Sie ja im Land etwa in Berchtesgaden schon haben? Es ist so, dass in meinen Augen wir sicherlich 5 vor 12 haben, also dass es auch notwendig gewesen ist, hier nochmal Maßnahmen zu ergreifen. Sie wissen, dass wir in etlichen Gebieten in Bayern sich nur noch zu 10 oder gar zu 5 treffen darf oder die sogenannten 2 Hausstände. Und es ist eben auch notwendig geworden, im Berchtesgadener Land noch schärfere Maßnahmen entschlossen anzugehen, weil die Zahlen eben so nach oben gegangen sind. Aber es geht ja darum, was wollen wir erreichen? Wir wollen, dass die Menschen möglichst lange zur Arbeit gehen können. Wir wollen erreichen, dass die Schulen möglichst lange eben offen sein können, dass Unterricht für unsere Kinder stattfinden kann. Und dafür ist es dann notwendig, auch andere Maßnahmen zu ergreifen, um das möglichst lange zu ermöglichen. Frau Hummel, jetzt stelle ich mir vor, Sie sitzen in einem Konferenzraum in dem natürlich nötigen Abstand. Und da sitzt auf der einen Seite der Virologe und auf der anderen Seite sitzt jemand, der quasi den Bürger repräsentiert. Und der Virologe sagt, wir müssen dringend dies und jenes noch ändern. Und der Bürger sagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir das schon so viele Monate hinter uns und jetzt soll es schon wieder losgehen. In welcher Lage sind Sie als Politikerin? Es ist natürlich immer wichtig, auch den Menschen die Maßnahmen zu erklären, dass sie wirklich verstehen, warum das notwendig ist. Aber wenn man sich wirklich die Entwicklung der Zahlen anschaut, und da geht es nicht nur um die Infektionszahlen, die wirklich jetzt kontinuierlich angestiegen sind, jetzt gar sehr dynamisch und sprunghaft geworden sind. Ich habe schon gesagt, eben diese 2000, die wir jetzt in Bayern an Neuinfektionen haben. Und gleichzeitig wir aber auch sehen, dass auch die Betten auf den Intensivstationen mit beatmeten Patienten, vor wenigen Tagen waren es noch 60, die wir in Bayern hatten, jetzt sind es schon über 90, dann merkt man eben, dass auch da ein Anstieg dort ist. Und deswegen ist es notwendig. Es ist im Moment noch ausreichend Kapazität da. Aber ich glaube, es ist wichtig, den Menschen zu erklären, warum wir diese Maßnahmen nochmal ergreifen müssen. Und es ist ja so, wir haben schon eine lange Zeit hinter uns. Ich weiß es. Aber jetzt gilt es, hier nochmal zusammenzustehen, damit wir dieses Virus wirklich bekämpfen, dass wir die Infektketten durchbrechen müssen und können. Und dafür ist es notwendig, eben möglichst wenig Kontakt zu haben, damit das Virus nicht weiterlaufen kann. Frau Ministerin, danke für das Gespräch. Danke auch.